Seit heute Nacht ist die B7 in Wuppertal zwischen Casinostraße und Morianstraße gesperrt. Wie genau sich das auf Wuppertal auswirkt, wird sich wohl erst in den nächsten Wochen zeigen. Jedoch verlief der erste Tag entgegen des erwarteten Verkehrschaos relativ unauffällig. Während in den Morgenstunden der Berufsverkehr kein Problem darstellte, bildeten sich gegen Mittag an einigen Knotenpunkten die ersten kleineren Staus. Am Wall, Ohligsmühle und dem Robert-Daum-Platz konnten die Autofahrer mit kürzeren Wartezeiten rechnen. Ungestört dagegen verlief der Betrieb der Schwebebahn. Da auch ab heute der bisherige Busbahnhof nicht mehr existiert, haben viele Wuppertaler Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden. An den Bushaltestellen sind deshalb einige Mitarbeiter der Stadtwerke im Einsatz, um mögliche Fragen zu Busverbindungen aus dem Weg zu räumen. Die Stadt bittet die Bürger, bei besonderen Beobachtungen sich per E-Mail oder Telefon zu melden. Von offizieller Seite geht man jedoch davon aus, dass sich die Situation nach ein paar Tagen eingespielt hat.